Ja, hi. Das ist genau die richtige Gruppengröße, so weil wir können alle um den Tisch herum stehen. Wir können vielleicht nicht alle perfekt sehen. So, das heißt, mischt euch doch gerne noch mal so ein bisschen durch, wenn ihr so das Gefühl habt, wir würden ganz gerne noch mal ein bisschen genauer reinschauen. Ja, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Karl Dampke. Ich bin Sketchnoter und arbeite in der Weiterbildung, wo man ständig lebenslanges Lernen propagiert und das vielleicht gar nicht so selbst macht als Weiterbildner. Deshalb habe ich mich total gefreut, im letzten Jahr das LernOS zu entdecken. Das habe ich über Twitter gefunden, Simon, ja, und habe mich da richtig reingekniet und habe jetzt zwei LernOS-Circle gemacht. Also der zweite ist fast vorbei. Ja, und ich möchte hier zum einen darüber sprechen, was die Methode ist, aber was ich jetzt vor dem zweiten Circle festgestellt habe, es ist doch immer ein bisschen schwierig zu erklären. Was genau steckt dahinter? Ist es eine Software? Ist es was genau eigentlich? Ja. Und ich habe festgestellt, dass obwohl ich schon einen Circle gemacht hatte, vor dem zweiten richtig Probleme hatte, das schnell und präzise zu erklären. Und die Leute vielleicht dann auch nicht die Lust hatten, sich das, also ein sehr schönes Handbook, ja, ein sehr guter Leitfaden, aber der ist ja auch vielleicht ein bisschen Keine lang, ja, so, Lesanleitungen. und niemand will die scheiß Anleitung lesen, ja, so, und niemand will den Webcast gucken, ja, so, weil die Leute haben doch einfach keine Zeit, so. Und was ich gemacht habe, ist eine Sketchnote zu machen, also eine lange Sketchnote, die Lernos in a nutshell wirklich versucht, das ganze LernOS durchzuerklären. Das ist Work in Progress. Diese ganze Sketchnote habe ich heute und gestern gezeichnet und sie ist nicht fertig. Ja. Meine Idee ist, es gemeinsam mit euch durchzugehen, ja, und zu reflektieren, was funktioniert davon schon gut, was ist verständlich für Leute, die noch nie etwas von LernOS oder Working Out Loud oder irgendwas davon gehört haben, was ja hier in diesem Raum sehr unwahrscheinlich ist. Ja. So, aber dann gemeinsam draufzuschauen und ein paar Verbesserungen mit einzubringen. Ich frage einmal in die Runde, wer hat vom LernOS noch nie etwas gehört vorher? Dann steht ihr hier auf jeden Fall schon mal richtig, ja, weil ihr seid die Hauptzielgruppe, ja, für dieses Lernos in a nutshell, so, und eure Bemerkungen sind besonders wichtig. Ja. Also, was ich versucht habe, ist einmal ranzugehen und hier zu sagen, was sind die drei Fragen, die beantwortet werden in diesem Lernos in a nutshell. Und zwar ist es, was ist LernOS, wie funktioniert es und ist das was für mich? Ja, das sind die drei Fragen, die ich hoffentlich beantworten möchte. Klingt schon erstmal gut? Ja. Ich verspreche hier etwas, was ich vielleicht nicht halten kann, dass man sich das in 5 Minuten erklären kann. Findet ihr diese präzise Angabe von 5 Minuten gut? Oder müsste man das vielleicht noch mal Sollte man allgemeiner machen oder sagen, hey, wir machen lieber erst noch mal eine Messung? So, Also, Eva. was ich schlimm finde als Nutzer von irgendwas, auch wenn so Fragebögen rumgehen oder so, beantwortet doch oder evaluiert doch mal maximal 5 Minuten und ich sitze dann da eine Viertelstunde, 20 Minuten. Also, das finde ich ganz Ich furchtbar. Entweder eine Zeitangabe, die stimmt, oder keine. Kannst du das bitte aufschreiben? Und dann daneben hängen, sondern hier wirklich die Ansage, es soll eine realistische Zahl sein, ja, ansonsten lieber keine Zahl, finde ich total fair. Ich habe einfach 5 hingeschrieben. Wobei auf der anderen Seite, wenn da 5 Minuten steht und es sind dann 6 Minuten, finde ich es überhaupt kein Problem. Ja, also jetzt nur mal, wir werden hier das ein bisschen länger machen, weil wir sprechen es ja Schritt für Schritt durch, so, aber wir müssen dann nochmal eine Testphase machen, wo man sich dann wirklich, ne, ohne Kommentar auch anguckt und schaut, wie realistisch sind eigentlich die Zeitangaben. Nochmal für mein Verständnis, das ist jetzt quasi ein LernOS über das LernOS. Nein, das ist eine Sketchnote, ja, über das LernOS. Ja, also die alle wichtigen Bestandteile des LernOS und des LernOS-Leitfaden drin hat, hoffentlich drin hat, Simon. Ja, ansonsten gibt es gleich ein bisschen, ne, Schelte. Ja. Und das heißt,
das LernOS ist ja ein langer Prozess. Ja? Und das hier soll für dich einfach nur klären, ist dieser lange Prozess, dieses Investment ja, an Zeit und Energie, ist es das wert für mich? Ja? Ich habe versucht, hier so einen kleinen Storytelling-Ansatz reinzubekommen. So, das heißt, ich habe das dialogisch aufgebaut, habe einmal mich hier reingezeichnet als derjenige, der die Fragen stellt und einmal Simon, der die Fragen beantwortet. Ja? Du bist halt hier immer schön mit dem orangenen Kreis, ja? Ganz klar als du selbst zu erkennen. Ja? Steht auch hier drunter, ja? You know it's Simon, orange circle. Ja? Okay, und er sagt, ja, super, das kriegen wir hin in 5 Minuten, let's go. Ja? Was jetzt folgt, sind W-Fragen beantworten. Ich habe zuerst, was ist LernOS? Ja? Kommt ja hier auch oben ein bisschen raus. Ich habe gesagt, das LernOS ist erstmal wichtig zu sagen, es ist basiert auf Learning Circles. Also, erstmal natürlich hier, ich habe mich ein bisschen geärgert, gerade auch nochmal besprochen, so warum das jetzt auf Englisch ist, ja, wo wir alle da auf Deutsch drüber sprechen, aber mein erster Circle war auf Englisch und ich habe diesen ganzen Leitfaden auswendig gelernt auf Englisch und deshalb, das wird da die deutsche Version geben, ja, wo hier natürlich auch der Learning Circle als Begriff bleibt. Ist das, wenn man es hier runterbricht, wir haben ja Spiegelstriche drunter, 4 bis 5 Leute, individual goals and shared exercises. Denkt ihr, das wird schon klar genug? Wird die Idee vom Learning Circle so oder ist der Begriff schon stark genug? Erklärt er schon genug? Also für Leute, die das überhaupt nicht kennen, ist vielleicht schwierig. Also alle, die irgendwie schon mal Woll gehört haben und Circle und überhaupt, mhm. Ja. Ansonsten vielleicht mal die Fragen, die es noch nicht kennen, ob der Begriff was erklärt. Also mir fehlt jetzt noch so eine Aufgabe, diese 4 bis 5, eine Angabe dazu, was machen diese 4 bis 5 Leute, treffen die sich regelmäßig, mhm. Also virtuell oder treffen die sich, ja. Na, genau, was machen die? Also hier würde einfach reichen Meetings, ja, oder... Ja, genau, irgendwie sowas. Genau, weil du hast wöchentliche Meetings, so die, finde ich, sollten hier reinkommen. Die machen das dann noch ein bisschen klarer. Steht das eigentlich irgendwo, wie viele Wochen oder irgendwas, mhm. das geplant ist? Ja, nicht, genau, folgt. Folgt, ja. Okay. Das Wichtige ist hier, also ich habe 3 Sachen benutzt, um zu erklären, was LernOS ist. Zum einen habe ich ganz klar abgeschrieben, ja, aus dem Leitfaden und habe hier gesagt, es ist eine Selbstmanagementmethode für lebenslanges Lernen, für lernende Organisation und für das 21. Jahrhundert. Ist ein bisschen runtergebrochen, ne? Damit es Spiegelstriche werden. Ja? Aber Selbstmanagementmethode ist oben geblieben. Ja? Dann, based on learning circles, mit ein bisschen Spezifikation noch, damit man klarer rausbekommt, was eigentlich so ein Learning Circle ist, obwohl man das noch nie gehört hat vorher, so dass das Prinzip klar ist. Und super wichtig, free, open and easy, ja, mit dem CC BY dahinter. So, das ist hier nochmal das Kernargument auch für mich gewesen, LernOS zu starten. Und das auch noch ausschalten beim ersten Mal. Operating System. Genau. Ob man das erklärt oder. Weil sonst hat man eine Abkürzung, die nie erklärt wird, wenn man nur. Aha. Ja. Ja. Also es ist ein Spiel mit zweierlei. Es ist zum einen mal, es ist in Esperanto, ist LernOS das Futur von Lernen. Also mi lernos heißt ich werde lernen und ni lernos heißt wir werden lernen. Und das ist die Brücke quasi zu lernende Organisation und lebenslangem Lernen. Und das große OS ist halt diese Digitalkomponente, die halt jeder von iOS oder macOS kennt. Finde ich, passt gut hier ran in diesen Aufwärm-Smalltalk, ja, so dass man das gleich erstmal noch, das ist ansonsten halt auch nicht super relevant, ja, aber es ist gut, dass es erklärt ist, ja, finde ich top. Dann, warum LernOS? Ja, hier kommt so ein bisschen Buzzword-Bingo rein, ja, also Simon in den Mund gelegt ist hier VUCA-Ausrufezeichen. Und darunter geschrieben, the world's changing and it's changing fast. Ja, weil ich will eigentlich hier nicht nochmal, also ich will nicht erklären mit dem, ne, was die einzelnen Wörter bedeuten, sondern das kann man dann ja auch googeln, ja, vielleicht. So,
Reicht euch das dann als Erklärung darunter oder würdet ihr sagen, da ist noch mehr Erklärung notwendig? Das ja. Total. Die beiden Sachen, die wichtig sind, ne, Kernkompetenzen 4C, Digital Literacy, das wird später nochmal erklärt. Ja, deshalb ist es hier nur kurz angeteasert. Wie ist sowas für euch, wenn das jetzt nicht sofort klar ist, dass das nochmal erklärt wird? So. Ja, ich finde es halt schwierig, weil nicht deutlich wird, dass es noch erklärt wird. Mhm. Also wenn man es irgendwie anmerken könnte, kommt später. Mhm. Oder die Frage ist, ist dann wirklich mehr wert, es jetzt an der Stelle zu erwähnen? Warum willst du das machen? Ja, okay. Finde ich super. Genau, also vielleicht eher weg. Ja, und zu sagen so, ne, warum machen wir das so, wir, weil es ist ja, VUCA ist ja eigentlich nur die Problemstellung, ja, und dann ist das ja hier schon Teil der Lösung, also es geht ja in Richtung so, warum jetzt LernOS, welche Kompetenzen müssen wir entwickeln, so, und das heißt so, ich hätte hier schon ganz gerne nicht nur das Problem, sondern auch einen Teil der Lösung mit drin, so, und deshalb ist es hier als Schlagwörter, sind es hier als Schlagwörter mit drin. Das ist als Trigger nicht schlecht, weil VUCA wird überall, der Begriff taucht überall auf und so, es macht dann vielleicht neugierig, deswegen vielleicht irgendein Hinweis, dass weiter unten was kommt. Ja, oder eine visuelle Zeichnung, wie begegnest du dieser Herausforderung? Mhm. Dann willst du ja durch diese Elemente begegnen, oder? Ja. Also hier, das, was hier so stumpf mit den Pfeilen gemacht ist, ja, Pfeile sind halt wirklich der einfachste Weg, ja, irgendetwas darzustellen. Ja. So, das heißt, hier ist den Herausforderungen begegnen. Ja, das sollte hierbei deutlich werden. Als Werkzeug, ne? Mhm. Sind das die Werkzeuge, kann man das so sagen? Noch nicht. Aber mir fehlt noch der Gedanke des lebenslangen Lernens, um in VUCA-Welt bestehen zu können, weil jetzt hier nur so steht, ja, wir gestalten die Zukunft zusammen und es wird suggeriert und dann sind wir da, dann ist es zu Ende. Aber nein, es geht ja eigentlich darum, dass das Lernen halt eben in der Zukunft immer dazugehört und dass die Veränderung normaler wird. Prostet. Benedikt. Also, dass es nicht reduziert wird auf ein im Veränderungsprozess brauchen wir das, wenn wir dann irgendwann ankommen. So. Okay, es ist schon mal hier, Lifelong Learning ist hier drin, aber könnten wir es bitte nochmal aufschreiben, sodass ich hier einmal überlegen kann, so was dazu kommt. Jetzt die Frage, wie funktioniert das? Hier habe ich mich ein bisschen schwer getan, ich finde das noch nicht so richtig klar. Weil es geht hier darum, offen zu sein, auszuprobieren, zu experimentieren, zu scheitern. Ja? Also lebenslanges Lernen par excellence immer durch zu exerzieren. Und neue Gewohnheiten, neue Practices zu übernehmen und auszutesten. Ich finde, das beantwortet nicht unbedingt sofort wie. Ja? So, aber es ist so die Brücke dahin, so ein bisschen schwierig für mich. Also es geht darum, neue Praktiken auszuprobieren, zu testen und für sich dann zu implementieren und das auf drei Ebenen. Und hier kommst du auf Skillset, Mindset, Toolset, die dann weiter erklärt werden. Wie groß ist hier der Bruch? Also wie könnte man es vielleicht besser hinbekommen? Also aus meiner Sicht ist die Logik falsch rum. Eigentlich muss dieses Adopting New Practices am Anfang stehen und dann sozusagen als Erklärung, was das heißt mit diesem Try, Experiment, Fail. Ja, super. Also das heißt, so, das wäre vielleicht auch der gute Übergang vom lebenslangen Lernen, sich immer irgendwie weiterzuentwickeln so, und wie machst du das? Ja? Und dann rüberzuleiten in Skillset, Mindset, Toolset. Ja? Als du es erzählt hast, das Bild von irgendwie einer Akropolis, wo ich wirklich eine feste Basis habe, Lifelong Learning, und dann die Säulen als Skillset, Mindset, Toolset und dann als Dach was ich raushaben will, was habe ich davon. Also dann habe ich Basis, ein Säulen, worauf es aufbaut und das habe ich dann davon. Passt dieses Bild auf diesen Post-it? Wobei ich da einwerfen möchte, es ist so ein Bild, das wir, glaube ich, alle aus diesen Bildungsaufbauten irgendwie kennen. Das ist für mich wirklich so die alte Welt. Ich würde mich da schwer tun in dem Zusammenhang.
Also im Leitfaden ist die Brücke, sind die sogenannten Squared Wheel Men. Das sind eben Leute, die ziehen den Kahn mit quadratischen Rädern. Ja. Und einer ist daneben und zeigt ihnen das Runde und die sagen, wir haben keine Zeit, wir müssen den Kahn ziehen. Und dann ist quasi die Idee, wenn ich jetzt das Rechteckige ersetze durch nur einen Teil davon, na, dann eiert mein Rad trotzdem noch, zwei läuft schon ein bisschen runter, aber erst wenn ich auf Mindset, Skillset und Toolset fokussiere, dann läuft das Rad wirklich rund. Ja, das heißt hier das Bild von den Lego-Männchen, also von dem, wie heißt es? Squared Wheel Man. Squared Wheel Man. Finde ich, passt hier nochmal super rein. Habe ich, Schreib's hier drauf. Ja, super. So. Ja. Ich kenne jetzt LernOS noch nicht so gut, aber ich hätte jetzt bisher schon auch die Frage interessiert, wie lange? Oder ist die schon vorgekommen? Nee. Aber die Frage wurde schon gestellt. Das heißt, die ist relevant. Ja. Sollte irgendwie so. Am Anfang, das hat mich zum Beispiel beim Gold Circle auch beeindruckt, dass es in 12 Wochen einen Veränderungsprozess erzeugt. Ja? Aha. Und das war so ein, ja, okay, 12 mal 1 Stunde ist ja nicht viel Arbeit, wunderbar. Machen wir. Vielleicht 4 bis 5 People, darunter in Spiegelschrift so und so viele Wochen, pro Woche so und so viele Minuten, sowas. Also ja, auch nur ja. So. Ja, ja. Ja. Vielleicht. Ja. Also finde ich. Budget, oder was möchtest du? Ja. Zeitschiene. Ja, Zeitschiene, Zeitbudget, schreib's auf. Also interessant, vielleicht ein Satz dazu noch. Interessanter Aspekt ist, eigentlich ist es beantwortet, weil es ist lifelong. Also die Idee ist quasi, dass du diesen Prozess lebenslang praktizierst und diese 12 Wochen sind eigentlich nur so Initiationsriten. Also danach geht es ja, weiter. Ja, aber genau. Hier geht ja based on learning circles, 4 bis 5 Leute und da ist natürlich in dem Moment vielleicht schon für die Einzelnen interessant. Verstehe. Ja. Du bist ja mit den 5 Leuten nicht ein Leben lang im Circle. Ja. Ich habe eine Frage hier. Wie hast du die Vorstellung? Ist das eine Haltung oder ist das tatsächlich der Aufbau in diesen Circles, die Herangehensweise? Sowohl als auch, würde ich sagen. Mhm. Ja, aber das... Aber da geht es doch jetzt weiter, oder? Du wirst doch jetzt Mindset erklären, wie man da und dann weitermachen, oder? Ja. Tut mich da auch gerade ein bisschen schwer, die Frage präzise zu beantworten. So, das heißt, wenn es nicht klar wird, so, dann gehen wir da gleich nochmal drauf ein. So, das heißt, wir haben hier das runde Rad ja, mit den 3 Tortenstücken, Mindset, Skillset, Toolset. Ja. Ich habe es hier echt runtergebrochen und erstmal das Mindset, das habe ich auch aus dem Guide übernommen, Attitudes and Values that lead to Actions and Visible Results. Ja. Weiß ich nicht, dieses Element hier mit dem Pfeil, ob das ist sehr groß geworden, einfach eine gestalterische Sache, so, aber das als Überschrift. Ja. Dann hast du diese Gegenüberstellung, ja, Networking, Over-Isolation, Openness, Over-Silos, Silos. Ja. Also hier die Gegenüberstellung. Ja. Und dann die Frage, okay, das sind ja jetzt viele Sachen, Simon, ist davon eins das Wichtigste, so, wo du im Leitfaden ja auch sagst, nee, kann man nicht machen, ja, aber vielleicht Open First. Ja, also das hier, so die drei Elemente, was ist das Mindset, wie ist die Gegenüberstellung und Open First. Zu krass runtergebrochen oder fehlt euch was oder ist die visuelle Darstellung irgendwie... komisch, auch hier mit diesem Over dazwischen oder? Ich finde es gut. Also ich finde es auch ganz gut, wo ich jetzt gerade so ein bisschen hänge, ist eigentlich, wir gucken ja von, oder wir lesen von links nach rechts. Eigentlich lesen wir jetzt vom Neuen zum Alten. Oh, ja. Da ist so ein Bruch drin. Ah, das ist ein guter Punkt. Ja. Das habe ich, glaube ich, so von dir abgeschrieben. Ne? Ist das, ja, es ist, ich weiß nicht, das Format, ob ihr das kennt, das kommt aus dem Agilen Manifest. Ja. Und das ist quasi vom Muster genau übernommen, weil das quasi die Idee ist, Leuten auch zu vermitteln, wenn ihr das auf individuelle Ebene trainiert, dann lernt ihr gleich die Skills, die ihr in agiler Arbeit eh braucht. Ja.
Genau. Trotzdem ist unbedingt, sie hat aber recht. Man kann das ja einfach umdrehen. Ja, absolut. Ja. Und dann passt aber, Over nicht aber mehr. Also ich gehe schon auch mit, aber ich kenne auch das agile Manifesto, deswegen habe ich das gar nicht so, deswegen habe ich das gleich so gelesen. Aber ich kann auch verstehen, wenn man die Brücke nicht hat, ist vielleicht... Okay. Also... Ich fand es jetzt eigentlich auch schlüssiger von links nach rechts weg, so Networking. Isolation over Networking dann? Nein, da müsste das Wort over ausgelassen werden. From Networking to Isolation. Ah, okay, alles klar. Ah, könnt ihr das bitte noch, also könnt ihr bitte dann das over weg, bitte. Ja, sonst. Ja, weil es ist ja dann auch nicht, dass das andere komplett wegfallen soll, sondern es ist ja nur mehr. Ne? Also da steht über dem. Und mit to wird man eher wahrscheinlich darstellen, dass das andere komplett wegfällt. Richtig, genau. Mhm. Ich habe ein Post-it noch gemacht, den habe ich mal genannt, VUCA und VOPA. Also wir versuchen in dem LernOS möglichst wenig selbst zu erfinden, sondern auf möglichst viel bestehenden und gut abgesicherten Quellen aufzubauen. Mhm. Und dieses VUCA ist halt jetzt auch schon recht alt und es gibt von dem Willems Buse und dem Professor Petri gibt es dieses VOPA Plus. Und die stellen quasi dem VUCA so ein anderes Meme gegenüber und daher kommen genau diese fünf hier. VOPA Plus sind genau diese fünf. Weiß jetzt nicht, wo das V geblieben ist, das müsste man nochmal checken. Mhm. Im Deutschen, glaube ich, ist das. VOPA ist im Deutschen, das ist dann im Englischen nicht so. Na, und da könnte man eventuell nochmal die Brücke zu dem VUCA hochspannen. Mhm. Na, weil das quasi so ein Meme ist, was auf das VUCA-Meme antwortet quasi. VOPA heißt das denn? VOPA. Ich glaube VOPA und dann VOPA Plus. Das VOPA war mit 4 und mit Plus eben mit 5. Wir sind hier sehr intensiv dabei. Ja. Wir haben auch nur noch 20 Minuten Zeit und noch 4 Folien. Und so. Aber es dauert ja auch nur 5 Minuten, das zu lesen. Anscheinend ist das Reden doch sehr anstrengend. Ja. Deshalb müssen wir unbedingt hier noch ein Foto machen und den Videobeweis davon, dass wir hier sehr intensiv auch schon gearbeitet haben an den ersten beiden Seiten. Skillset. Ich habe hier noch 4C drin und Digital Literacy quer dazu liegend. Ja, als verbindendes Element. Ja. Bist du nicht in Version 1.1 und 1.2 jetzt weg vom 4C? Nee. Aber 4C bleibt. Ja. Ich habe hier nochmal DICComp als Verweis mit drin, kann man sich dann auch angucken. Hier aber 4C mit den Cs noch ein bisschen rausgestellt und Digital Literacy quasi als Querverbinder mit drin. Also das ist eine Grafik, die ich eigentlich 1:1 abgemalt habe aus dem Guide. Ist die klar genug, sodass das hier quer quasi drüber flankt? Ja, sehr gut. Also das ist OECD hier, ne? Die 4C-Modell und Digital Literacy ist DICOM Framework, Europäische Kommission, die halt diese 8 Kompetenzfelder haben. Und es war halt der Gedanke, dass man alles... Ich kann über Kreativität quasi so nachdenken, kreative Methoden offline, ich kann sie mit digital kombinieren. Und das war der Gedanke, dass das eigentlich ganz gut passt, weil Kommunikation, Kollaboration, kritisches Denken kann ich immer. Mir gibt es immer sehr viel, wenn du sagst, aus welcher Quelle das kommt. Habe ich auch gerade gedacht, ob man das da irgendwie... Also insbesondere, wenn das so berühmte Quellen sind, boah, OECD, da triggert man jeden sofort an. DICOM wird jetzt gerade, dieses Jahr fangen die an, das in 12 europäischen Ländern quasi an Schulen zu pilotieren und ist eben das Ziel, das in die ganzen Lehrpläne reinzubringen. Ne? Und damit kriegst du halt so ein Fundament einfach drunter. Beim Toolset ist das, was mich da immer total triggert, also das Conversation Prism, ja, dieses Riesenteil mit den 100.000 Tools mit drin. Ja. Hier fängt es hier an mit There are so many tools out there, take a look at the Conversation Prism. Ja, und oh mein Gott, ich finde hier die Lesachse noch nicht so gut gelöst, dass das wirklich klar wird, sodass es von hier rüberläuft. So, oh nein, es ist so viel und ja, ich breche das hier runter. Ja, und hier die beiden runtergebrochenen 5 Kategorien oder hier nochmal in das Auge des Prisms zu gucken so, und hier zu schauen, so, was sind da die Hauptkategorien. Du hast ja hier schon eine Strichverbindung gemacht. Mhm. Wie wäre es, wenn du die hier einfach weitermachst? Mhm. Dann ist das schon, glaube ich, ziemlich klar. Das ist ganz einfach. Und hier vielleicht noch quer ein Or dazwischen oder sowas. Du hast ja gesagt, das oder... Es sind einfach zwei gleichberechtigte
Möglichkeiten, weil ich halt, mache auf jeden Fall den Verweis. Ja, also... Die Striche kannst du ja gleich schon dazu malen, da muss man gar keine Karte hinmachen. Ja doch, ich würde mich hier schon nochmal drauf konzentrieren, das nochmal ein bisschen klarer rauszuarbeiten, sodass dir die Lesachse klar ist und ein bisschen mehr Trennung rein und dann irgendwie so ein... Ne, so kannst du es runterbrechen, so kannst du es runterbrechen. Das Wichtige ist ja hier einfach, okay, oh mein Gott, es gibt so viel, ja, aber letztendlich sind es greifbare Kategorien und man muss jetzt vielleicht nicht das neueste Tool von allen 1000 kennen, so, aber zu schauen, was, in welche Richtung geht das. Als Laie habe ich gerade mir so die Frage gestellt, ich weiß nicht, was Conversation Prism 5.0 ist, weil ich in dabei. Ich will ja sozusagen erstmal wissen, LernOS in a nutshell irgendwie, und jetzt wird da etwas, wo jemand natürlich auskennt und wo anscheinend etwas, was ganz viel ist. So. Und ich weiß noch, ich habe kein Bild. Ne? Also du hast ein Bild, weil du kennst es im Detail, was es ist. Vielleicht ist hier auch der bessere Weg zu sagen, man verzichtet komplett drauf. Ja? Weil du brauchst es eigentlich gar nicht, ja, weil es ist toll als Grafik, wo man reinzoomen kann und man sieht die ganzen Icons von den Apps und so weiter. Die male ich hier nicht ab, ist doch Bullshit. Ja? Das heißt, ist ein Werkzeugkoffer, ich will es auch nur verstehen. Also genau. Also vielleicht also, kann man das ist, darüber so. Das ist eine Sammlung. Ja? Also das greift irgendwie, weiß nicht, wie viele 100 Apps da drin sind. Ja? So, und bricht die in Kategorien runter. Und das ist einfach eine Infografik. Ja? So, und was ich ja eigentlich sagen will, es gibt 1000 Sachen, das kann man anders auch noch visualisieren. Ja? Und wichtig ist es, es runterzubrechen. Aber der Kern der Sache, wo ich nochmal verstärken will, mir sagt es überhaupt nichts. Und deswegen, bei mir triggert es auch nicht das, was du gesagt hast. Das ist zwar die Überschrift, aber das vielleicht doch nochmal irgendwie klar machen, dass das hier ein Toolset ist, das nicht jeder Conversation Prism, was ist das zusammengestellte Werkzeugkoffer oder weglassen oder nicht. Ich frage mich, ob hier schon die richtige Stelle ist für das, weil wir wissen noch gar nicht, für was wir das Tool dann genau brauchen. Ob das mehr vielleicht nachher kommt, wenn man dann damit arbeitet direkt. Okay. Ja. Genau, weil wir haben jetzt Mindset, Skillset, Toolset erklärt, so, aber hey, komm, so, was passiert jetzt eigentlich wirklich? Ja, genau. So, das ist der Butter bei der Fische-Moment. Ja. Ja. Ist auch so ein bisschen die Frage, wie viel Erklärung, ist das nicht vielleicht schon zu viel Erklärung? Ja, ja? Vielleicht? Durchaus, finde ich. Ein bisschen zu viel schon Hintergrund, den kann ich auch nachher lesen. Brauche ich nicht unbedingt hier. Ja, vielleicht die drei Sachen eher weiter, wenn überhaupt, weiter nach hinten erstmal erklären, hier, remember, Circle da. Okay, also wir kommen hier zurück auf den Circle, der die Basis vom LernOS ist, Trust, Feedback, Motivation als die Kernelemente oder das, was den Circle besonders macht, und ist basiert auf drei Sachen. Die ich hier als Zahnräder, die ineinander greifen, dargestellt habe. Getting things done ist also so ein bisschen stiefmütterlich, einfach mit dabei. Ja? So, aber die beiden wichtigen, also getting things done ist der Treiber dafür, dass man mehr Zeit hat, so, und um das hier überhaupt zu machen. Ja? Working out loud und OKR, ja? Die beiden Hauptzahnräder. Wobei OKR dann hier erklärt wird in Richtung, du setzt dir dein Ziel. Und habe hier ein Beispiel reingeschrieben, was so ein Ziel sein könnte, qualitatives Ziel, dass das quantifizierbar gemacht wird. Ja? Und hier aus der Richtung Working Out Loud ist, es gibt gemeinsame Übungen. Ja? Und das führt uns zu zwei denkbaren Varianten, diesen Circle aufzubauen. Einmal OKR-Style. Also wirklich, ne, wir haben 5 individuelle Ziele, treffen uns und updaten uns, wie wir da gerade vorankommen. Halt hier viertelstündig. Ja, oder man macht die Übungen, ja, und tauscht sich darüber aus und ist dann auf 60 Minuten. So eigentlich dafür, dass es eigentlich so die Kernerklärung ist, finde ich es noch nicht so richtig
Also es erklärt ja, was genau machen wir hier. Ich finde, es geht unter in, der ganzen Menge an Beiwerk. Ja. Ist das eigentlich das Zentrale, das geht unter. Und hier wäre mein Ziel für was, um das zu erreichen? Also, Frage. Ist das so? Also, ich setze mir doch hier sozusagen wie beim VOL irgendein persönliches Ziel. In Bezug auf völlig egal oder... Kennt ihr OKR? Also wer kennt OKR? OKR ist quasi das agile Zielmanagementsystem von Google. Bei OKR machst du Ziele auf Ebene von dem Unternehmen, von Teams und von Individuen im Quartalstakt. Fünf Ziele maximal pro Quartal, maximal drei dürfen top-down kommen, zwei kommen von dir selber. Alles klar. No? Und Ziele sind radikal transparent, also bei Google siehst du die Ziele OKRs vom Vorstand. So, und dieser OKR-Prozess ist der Treiber fürs lebenslange Lernen, weil das, was ihr in der Uni durch Semester, Trimester als Takt habt, bringt OKR hier als Takt rein und beantwortet die Frage, mache ich sozusagen diese Learning Sprints einmal oder zweimal? Nein, ich mache sie eigentlich, bis ich tot bin, wenn ich lebenslanges Lernen ernst nehme oder bis ich im Ruhestand bin. Das ist quasi auch, ja. Das finde ich aber jetzt auch herausfordernd. Ja, klingt sehr anstrengend, finde ich. Das heißt, ich muss das verstehen, um es zu machen. Persönlich fünf Ziele pro Quartal, maximal drei davon. Ja. Oder du nimmst halt eines und das ist dein eines, wie du es in Woll machst. Ne? Okay. Ich habe ein Ziel, was ich mir zusätzlich gebe, wenn meine Organisation noch gar keine OKR implementiert hat. Dann kommen ja auch ganz viele Ziele von meinem Chef, von meiner Abteilung über meine Rolle. Dann hast du ja oft so das Problem, was ist denn jetzt mit meinem Wollziel? Darf ich das? Darf ich Arbeitszeit dafür verwenden und so weiter? Ja. Und das ist halt die Idee, wenn OKR implementiert ist, tust du dir leicht, weil dann ist dein Wollziel einfach eines deiner zwei selbstgewählten OKR-Ziele. Und dann ist quasi OKR einfach so ein Mechanismus, schärfer mit eigenen Zielen umzugehen. Okay, also ich habe, wir haben sicherlich nur noch so 3 Minuten Zeit, oder? Vielleicht passt. Diese Folie. Vielleicht passt diese Folie direkt hier hin. Ja. Also direkt darunter. Dass du dann dieses ist Remember kannst du dann weglassen. Du hast das und als nächste Folie groß hier Learning Circle als Überschrift. Und dann kommt das. Ja. Obwohl, ich fände das eigentlich besser hier in How Does It Work. Weil warum sollte schon immer am Anfang stehen, ne? Warum eigentlich? Okay. Also, was ihr merkt schon, so die Reihenfolge ist mir hier ist super wichtig, dass wir das machen, weil die Reihenfolge ist so vom Leitfaden übernommen, ja, und ist so ein bisschen natürlich auch dann Aufmerksamkeitsmanagement, so welche Fragen sollen wirklich zuerst beantwortet werden und welche sind vielleicht eher dann nochmal zum Nachrecherchieren. So, und genau sowas wie OKR, ja, ja, hier wirklich nur Sinn macht, wenn du dieses Lernorganisation mit drin hast. Ja, und der gegenwärtige Lernos-Guide ist ja wirklich eher nur auf der individuellen Ebene. Und hier bockt das noch gar nicht so richtig, so dass da es OKR ist. So, sondern hier könnte man auch einfach schreiben, ein Ziel. Setz dir ein Ziel, mach es greifbar. Bei der Videokompetenz verbessern oder so. Ja, wobei der Kniff bei OKR ist ja schon, dass du sagst, du hast ein Ziel, was du sehr attraktiv beschreibst und du machst es in maximal oder in 3 Key Results pro Objective messbar. Also Google ist ja immer so ganz radikal auf dieser Messbarkeitsschiene. Und dann ist dieses, wenn jetzt zum Beispiel der Lernos Podcasting Guide kommt, dann setzt du dir ein Ziel am Ende deines Learning Sprints, einen Podcast online zu haben und so viel Hörer. Also du machst es schärfer, was willst du eigentlich erreichen? Und so ähnlich wie man sagt, smarte Ziele formulieren oder so. Ist das einfach eine Methodik, wie ich für mich selber Ziele formulieren kann, ohne dass meine Organisation das praktiziert. Okay, also das heißt, wir könnten hier nochmal ein bisschen präziser werden. Ich habe mich hier aber dazu entschieden, ein bisschen zu präzisieren, was diese Übungen sind, was die Cutters sind. Ja, weil sie ja auch hier die Frage für dich entscheiden, mache ich etwas, was nur 15 Minuten dauert in der Woche oder was eine Stunde dauert, so also schon dreimal so viel Zeit. Ja. Und habe hier 3 Beispiele rausgeschrieben für Cutters, die drin sind, die mir gut gefallen haben, die 25 Random Things, Top 10 Knowledge Assets, First Sharing Experience. Ich würde hier noch mal ein bisschen erklären, was die genau machen. Habe ich jetzt nicht greifbar gekriegt. Aber hier noch mal so ein bisschen Fleisch.
da dran. Auf dieser Seite wird gezeigt, es gab eine, in Version 1.0 31 davon, unheimlich große Auswahl. In 1.1 ist runtergebrochen auf 11, also für Leute, die das auch zum ersten Mal machen, einfach viel greifbarer. Sollte vielleicht hier auch nochmal, also es ist... Ich verstehe nicht, was ist jetzt 31 und 11? Übungen. Ach, Übungen. Das war mir jetzt irgendwie nicht klar. Ja, Katas sind Übungen. Katas sind Übungen, ja. Ist das ein englischer Begriff dafür oder so? Weil ich kannte den Begriff Katas nicht. Ja, das kommt aus dem, wenn ihr Softwareentwickler habt, die trainieren in Dojos und Katas und die Begrifflichkeit kommt aus der Meditations- oder Kampfsportpraxis. Ja. Dojo ist quasi der Ort des Trainings und Katas sind die Übungen. Ja, also, vielleicht doch nochmal erklären für Leute, die damit nicht Ich finde, genau, also es steht hier drin, aber sollte vielleicht hier auch nochmal ein bisschen im Überschlag klar sein. Das LernOS ist einfach auch ein großer Weg in die Gedankenwelt von Simon Dückert einzutauchen. Ja. Wie heißen die Sachen, wie sind sie zu beschreiben? Ich würde es formulieren als, es ist der Versuch, die Leute über Quellenangaben mit bestimmten Body of Knowledges zusammenzubringen. Hm. Ja, weil Programmiererausbildung funktioniert komplett anders als Trainings. Ja, und wenn ich über Fußnoten Leute da mal reingucken lasse in diese Quellen, fangen die auf einmal an, darüber nachzudenken, macht das vielleicht in anderen Bereichen, wo so dieses, ich mache das gleiche Training 5 Jahre am Stück auch nicht mehr funktionieren, hilft mir das da weiter. Mhm. Okay. Wenn ich noch den Knopf habe, also ich kenne Working Out Loud, das ist so das, was ich am besten kenne. Mhm. Wenn ich jetzt einfach so drauf schaue, dann sehe ich wie noch nicht ganz, wie ist das jetzt eingebettet und was ist dann zusätzlich zu dem oder was ist anders? Im Moment sind es ja wie Puzzleteile. Ich sehe schon wieso, aber ich wüsste jetzt immer noch nicht, was ich jetzt anders tun soll. Ja, ist ja auch ein bisschen schwierig, dann zu sagen, mit welchen Vorerfahrungen lesen das die Leute und wissen die schon mal mit WOL was anzufangen so, oder ne, wo kann man die abholen? Da bin ich auch nicht klar. Also für mich wird das hier auch nochmal klar, wenn es darum geht zu sagen, es ist CC BY und du kannst. Ich habe hier Remix and Add Your Own Cutters to New Learning Paths. Ja? So dass es halt nicht eine festgeschriebene Abfolge von 31 Cutters sind, die alle immer machen müssen, sondern der große Charme hier drin liegt, zu sagen, okay, ich kann mit dieser Grundlage arbeiten und daraus mein eigenes für mein Ziel, für meinen Circle passendes Tool. Genau. Ich habe noch eine coole Übung, die so Create Your Own Learning Path, dass es eigentlich darum geht und dass man Inspiration kriegt, auf welchen Puzzleteilen man das macht. Ich habe hier dann die Beispiele, die du jetzt auch gerade, wo du gerade dran bist. Ja, LernOS Guide für Barcamps, für Podcasting. Ich will einen machen für Sketchnoten, sodass du halt dieses Create Your Own. Ich hatte in meiner ursprünglichen Skizze auch so eine Do-it-yourself-Toolbox noch mit drin, so create your own. Okay. Ihr sagt einfach, wenn ihr, also wenn der überwiegende Teil von euch abbrechen will. 3 Minuten haben wir noch. Okay, kein Problem. Ganz schnell, wofür steht CC BY? Creative Commons, das ist eine offene Lizenz. Das heißt, ihr könnt, die ganzen Quellen sind auf GitHub verfügbar. Ihr könnt ihr als Word, HTML-Dokument runterladen und für euch selber anpassen. Na, wenn ihr sagt, ihr wollt jetzt quasi den Guide haben, aber mit eurem eigenen Logo drauf oder wollt es umbenennen oder 5 von den Übungen passen euch nicht, könnt ihr runterladen und einfach umschreiben. Bei bedeutet Angabe des Herstellers. Ich hatte noch nicht überlegt, das schon zu OER zu machen, aber ich habe gedacht, da das kennen das, alle. Da wäre das vorgekommen. Ja. Ja. Die allerletzte Folie ist Organize Your Meetings. Wie sind die dann wirklich gemacht? Das heißt, es gibt ein Skript, ja, was sagt, wie die Session funktioniert. Intro, man bespricht die Cutter, man macht das Outro. Es gibt Rollen, die könnte man vielleicht noch ein bisschen besser visualisieren. Timekeeper, Facilitator, dass es möglich ist, das durchzuwechseln, dass Timekeeping super wichtig ist und das vielleicht noch mal ein bisschen klarer hier zeigen. Aber es gibt ein Skript, es gibt Rollen und das Ganze wird dokumentiert, kann dokumentiert werden oder das ist für mich in meinen Circles das Allerwichtigste gewesen, sodass nachträgliche Dokumentation und Nachlesen möglich ist. Und das ist der Grund, warum ich
mit LernOS angefangen habe, ist der Canvas gewesen, dass mich der Canvas so überzeugt hat, dass du da die Möglichkeit hast, über diesen Prozess lang einzutragen, was dein Lernprozess gerade bewegt. Ja, also du startest hier in der Mitte mit deinen Objectives, ja, und dann gibt es auf ganz verschiedenen vielen Ebenen, auf die die Cutters auch immer wieder Bezug haben, steht hier, a lot of the cutters are related to the canvas, ja, dass du dann immer wieder darauf zurückkommst und sagst, okay, was sind jetzt eigentlich meine Top Assets, ja, das ist eine Cutter, die kannst du dann eintragen. Und hier ist die Idee, das halt als zum einen für dich zu visualisieren, aber halt auch erzählbar zu machen, greifbar zu visualisieren für deine anderen Teilnehmer, also für den Rest des Circles. Was sind so Business Model Canvas oder Lean Startup oder solche Ansätze, kennt, die sind dann in den Quellen. Mhm. Ja. Das ist aber, glaube ich, der Punkt, wenn hier steht Canvas, du hast da was hingezeichnet, aber wer Canvas noch nie gesehen oder gehört hat, kann dann wahrscheinlich überhaupt gar nichts anfangen. Ja, oh nein, also... aber ihr merkt, so, dass so es ist halt total schwierig, ja, ranzugehen und zu überlegen, so, was sind die Voraussetzungen, mit denen die Leute das lesen. So. Und vielleicht sagen wir ja auch am Ende, so, dass dieses das Sketchnote greift halt nur einen Teil ab, ja, und der Rest muss dann halt den Circle Guide lesen, ja, und da wird das dann erklärt. Oder halt Hyperlink-mäßig dann Sachen klickbar zu machen und halt zu sagen, okay, so mehr Informationen, klick da drauf, aber ich guck von da aus. Das Ziel von dem Nudge so als Teaser oder Appetizer, um sozusagen darüber, weil es cool aufbereitet ist, gut visualisiert ist, einfach zu verstehen, zu sagen, was ist eigentlich OKR? Und dann nehme ich den nächsten Schritt in Angriff und gehe tiefer rein. Dass man quasi sagt, die 5 Minuten sind wichtig und man geht davon aus, dass jemand noch gar nichts drüber weiß. Ja. So, wie erkläre ich es meinem Kind? Da muss ich viel klarer sein. Das ist jemand, der von vielen noch keine Ahnung hat oder Leute, die so ein bisschen Ahnung haben. Also das schreibe ich direkt als wichtigsten Punkt oben drüber. Und oder vielleicht auch hier The Rest, was hier direkt unter Nudge noch so schreibt. Das ist ja ein didaktisches Feuerwerk. Das kannst du auch redundant machen. Das muss man ja erstmal durchblicken. Also, selbst für Profis ist es ja viel Neues. Ja. Also du kannst ja das hier, Rest on, hier das einmal oben da drüben schreiben und dann am Ende hier nochmal als abschließendes, dass es also sozusagen eingebettet ist in die URL. Ich habe nochmal einen Quatsch, ne? Müsste der nicht irgendwie andersrum sein, hier hinten orange, oder ist das jetzt der EU-Beauftragte? Ich habe den. Das ist Simon Dückert, aber weißt du, als ich den gezeichnet habe, die habe ich im Zug gezeichnet gestern Morgen und den habe ich gezeichnet, als ich das erste Mal mit dem orangen Pullover gestern saß er mir gegenüber. Der sieht cooler aus, aber dann alle so, ne? Ja, klar, aber das ist halt wirklich. Also der ist ja zu detailliert, um ihn die ganze Zeit so zu zeichnen. Also ja, dann nur das andere, dann lass das weg. Ja. Cool. Super, herzlichen Dank. Wir haben die Gruppe gut minimiert. Also denke so, ich hätte am liebsten so von vornherein mit einer Gruppengröße so in dieser Konstellation, hatte ich mir das vorgestellt. So, der Rest ist halt alles. Ne? Die haben halt die 5 Minuten genutzt, haben das alles durchgelesen, alles verstanden. Ja? Und dann sind sie wieder raus. Ja. Aber also mich hast du, ich stelle es mir auf jeden Fall genauer an. Genau, und auf jeden Fall. Hier, das geht an Simon. Ja. Hier, vorhin war noch eine Lady da, die gesagt hat, ich würde ganz gerne jetzt nach 3 Wall-Circles einen Lerner-Circle starten, aber hat noch niemanden dafür. Also wenn ihr da ein Interesse habt, habe ich mit ihr vereinbart, gerne twittern und sagen, hey, Hashtag Lernos, ich würde gerne, könnt ihr mir einen Circle vorstellen? Ja? So, vielleicht führt das ja zu was.